Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Eratus Lord of the Dead. Letztes Mal haben wir den ersten Boss besiegt. Heute geht's in ein neues Gebiet. Nämlich in das Gebiet der Zwerge. Ja, inzwischen haben wir Dezember? Nee, es ist noch Novemberaufnahme, okay. Gut, wir haben immer noch das alte Team. Und momentan können wir, glaube ich, auch nicht viel machen. Obwohl, wir könnten mal so ein XP-Buch benutzen. Es betont meine untoten Züge. Warum nicht? Sonst staut sich das ja nur an. Gehen wir also direkt ins nächste Gefecht. Wählen unseren Kampftrupp 1. Ist voll geheilt, perfekt. Und wir bekommen einen Lakaien. Wir nehmen, ich denke, die Todesfee. Dann können wir auch langsam unseren zweiten Trupp bilden. So, hier sind einige neue Charaktere. Wir haben eine Art Berserker. Okay, er heißt wirklich Berserker. Wir haben einen Zwergenkrieger, wir haben einen Alchemisten und einen Kämmerer. Der Kämmerer ist, glaube ich, sehr nervig. Deswegen setzen wir direkt eine verfluchte Puppe auf ihn ein. Dann kann er nicht mehr blocken. Und die Treibjagd auf den Alchemisten. Gut, hier, was können wir machen? Heftiger Schlitzer. Ja, warum nicht auf... Wen geht das? Auf Zufällige. Ja, dann... Reingehauen. Ja, der Berserker muss eigentlich weg. Genau wie der Kämmerer. Wenn die beiden weg sind, ist schon mal geil. Damit könnte ich mich heilen. Machen wir auch. Brauchen wir zwar eigentlich noch nicht. Aber damit verliert der Kämmerer einen seiner Schilde. Oder auch nicht, weil es ignoriert. Den ziehen wir nach vorne. Beziehungsweise ein Schild weg von ihm. Jetzt gleich Mist dran. Der hat gedebufft. Er ist jetzt eh tot. 114er Crit. Oh mein Gott. Ja, jetzt hat er alle gedebufft. Jetzt müsste die Mumie bald mal wieder rankommen. Aber erstmal setzen wir ein Kopfgeld auf den Berserker ein. Hat ordentlich Damage gemacht. So, die Mumie entfernt jetzt mal schön alle Debuffs. Ach, muss ich auch sie selbst machen. So, Debuffs entfernt. Das ist schon mal nice. Dann hauen wir auf den Berserker drauf. Er stirbt leider nicht, schade. Hier können wir nur die Treibjagd machen. Dann verliert er seinen letzten Schild. Und damit hoffen wir jetzt, ihn zu töten. Na, es geht nicht auf ihn. Schade. Was machst du eigentlich mit ihren Köpfen? Ich weiß nicht, was ich mit ihren Köpfen mache. Nicht viel, denke ich. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich auch zaubern kann. So, Zauber auf ihn. Wir heilen uns hoch. Töten mit der Mumie ihn hier. Dann ist der Berserker raus. Treibjagd kann ich jetzt aber nicht mehr einsetzen beim... Das hätten wir anders machen müssen. Egal, dann buffen wir mal unsere Leute. Und setzen... einen heftigen Schlitzer ein. Leider kein Crit. Ich brauche eigentlich mal einen Heiler, aber ich habe, glaube ich, noch keine Einheit, die wirklich heilen kann. Okay, das machen wir mit Magie zu Ende. Beweg deine sterblichen Beine. Jetzt ist nur noch der Kämmerer da. Also die Mumie kann sich ja selbst heilen und der kopflose Ritter auch ein bisschen. Und die können sich alle ein bisschen selbst heilen, aber halt nur ein bisschen.
zerbrechlichen Körper werden euch im Stich lassen. Oh, wir haben blaue Rüstung bekommen. Und was ist das? Kugel der Verwundbarkeit. Zu Gefechtsbeginn verlieren alle Feinde einen Blocken und einen magischen Schutz. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, wir können eine Menge aufleveln. Also, was haben wir beim Alu? Das Hexenlicht benutzen wir relativ häufig. Verflucht Ziele für eine Runde. Hier ist zwei Runden. Schaden bleibt gleich. Hier erhöhen wir den Schaden. Nehmen wir das für zwei Runden. Dann können wir noch Werte hochballern, aber nur einen ausweichen. Warum nicht? Widerstand, Rüstung oder ausweichen. Ich nehme mal Rüstung. Und eine Fähigkeit. Benutze ich beides nicht so häufig. Was haben wir hier? Der Werwolf erhält für zwei Runden plus 20 Glück und 20 kritische Trefferstärke. Andere Lakaien erhalten für zwei Runden 10 Glück und 10 Trefferstärke. Und das ist... Wir buffen eher andere als ihn selbst. Und hier den Haken hätte ich gerne. Da kommt ein Zusatzeffekt drauf. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 3% wird ein Feind sofort getötet. Ausgenommen Bosse. Ja. Das ist eine ganz coole Mechanik bei dem kopflosen Ritter. Furcht. Rüstung. Mehr Rüstung rein. So, du kriegst mehr Angriff. Und bei den Fähigkeiten, was haben wir da? Hohler Blick. Bewirkt für jeden Debuff mehr Stressschaden oder bewirkt einfach generell mehr Stressschaden? Nehmen wir generell. Jeder erfolgreiche Einsatz einer Fähigkeit gewährt dem Lakaien die Chance von Ziel bis Gefecht seine Rüstung und Widerstand zu nehmen. Ich pack's einfach mal in rein, warum nicht? So. Wir haben auch 3 Talentpunkte. Können wir das hier einsetzen? Was haben wir denn hier Schönes? Zusätzliche Komponente. Ja, ich glaube, wir sparen darauf auf die zusätzliche Komponente. Dann gehen wir direkt ins nächste Gefecht. Oder machen erst... Ah, ich würde den kopflosen Ritter gern heilen. Können wir uns das leisten? Eigentlich schon. Dann haben wir noch ein paar Lumpen. Kein Gold, aber gut genug. So, next. Truhe, eine rätselhafte Truhe mit Artefakten, ein Opferaltar oder Kultisten. Zufällige Gegenstände und Gebrauchsgegenstände. Wie nehmen das mit den Artefakten? So, was bekommen wir Schönes? Lakaien erhalten 5 Initiative, verlieren aber Präzision. Das ist nicht so geil. Durchbrechender Dolch. Schaltet einen geheimen Zerstörungszauber frei. Bewirke 50, 33 magischer Schaden. Bewirkt zusätzlich 100 Schaden, wenn das Ziel gelähmt ist. Oder für die ersten 2 Runden erleiden Lakaien 5... Oh, das ist gut. Das können wir doch direkt mal ausrüsten. Statt der Kapuze. Was war die Kapuze? Für jeden Gefecht getöteten Feind erhält Iratus zusätzlich 3 XP der Akt des aktuellen Levels. Endlich ist ja, dieser brauchen wir jetzt nicht. In meine fähigen können wir hier nochmal ein XP-Buch reinpacken. Und wir gehen ins nächste Gefecht. Danach können wir uns sogar heilen. Und wenn ich dran denke... Ich hoffe, ich denke dran und heile nicht wieder vorher. 2 Berserker, ein Kämmerer und ein Krieger. Hauen wir als erstes den Berserker hier hinten mal. Geblockt, nice. Rüstung absorbiert, 2-mal, schön. Ja, wir greifen 2 zufällige an. Einmal geblockt. Magischer Schutz. Jetzt sind unsere Blocks weg. Ziehen ihn nach vorne. Die Zeit der Ernte ist gekommen. Und bring ihn auch direkt um. Und ich habe schon wieder vergessen, dass wir Magie haben. So, jetzt
zaubern wir mal auf ihn drauf. Er verliert ein Schild. Wir nehmen mal den Hinterhalt und hauen auf Position 1. Dann zwei zufällige Leute angreifen. Einmal geblockt, ist vollkommen okay. Ein kritischer Schaden, nicht schön. Jetzt sind die beiden gebufft, okay. Dann greifen wir mit Blinkergriff den Krieger an, damit er seinen Block verliert. Denn egal, wie sie sich jetzt bewegen, der Werwolf-Angriff geht jetzt durch. Hauen wir mal auf Nummer 2. So, jetzt kommt der Werwolf. Macht ordentlich Schaden. Wechselt an Position 1 und wir benutzen mal das Zerreißen auf ihn. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Oh, das geht durch alle. Könnte das ihn töten? Hier ja, hat sich gut, der perfekt. Darm beim Sterben entleert. Ah, ekelhaft. Der Berserker macht ordentlich Schaden an unserem Werwolf. Haben wir hier mal die drauf. Heilen uns. Bringen ihn jetzt um. Ist, glaube ich, das Logischste, was wir tun können. Werwolf ist dran, heilt sich. Dann, ja, eine doppelte Attacke drauf. 40er Crit, nice. Wir zaubern. Und setzen Kopfgeld ein und damit könnte er sterben. Oh, fast. Ich habe vergessen, dass der Zauber geblockt wird. Dann. Ja. Versuchen wir, dass der Werwolf jetzt nochmal drankommt, damit er sich heilen kann am Anfang. So, jetzt ist er ein wenig geheilt und jetzt bringen wir ihn um. Nur eine Seite kann gewinnen. Und ein Talentaufstieg. Meine. Was heißt Talent? Levelaufstieg. Das heißt, wir können das Perk freischalten, was ich freischalten wollte. Nämlich, dass wir eine zusätzliche Durch Komponente bekommen. Transformation wird der Wille befreit. Dann schauen wir mal auf den Friedhof. Muss man die XP abholen? Ich glaube nicht, ne? Was war der Obelisk? Totengräberseelen. Brauchen wir einen Geist? Könnten wir machen. Mehr Totengräberseelen heißt, dass wir auch mehr upgraden können. Dann erschaffen wir uns mal kurz einen Geist. Haben wir ihn dort? Der Pakt ist geschlossen. Hoffen wir, gehen zurück auf den Friedhof und machen den Obelisken. Der Obelisk ist randvoll mit Seelen. Okay. Mein Feldzug fährt dann gehen wir reiche Ernte ein. Zum Heilbrunnen, heilen uns. Und gehen ins nächste Gefecht. Gut, wir können zaubern. Wir benutzen eigentlich nichts, was Stressschaden macht. Zumindest nicht so häufig. Machen wir mal auf dem Alchemisten. Beweg deine Sterne. Hauen dann eine Treibjagd noch auf ihn drauf. Rittet schön. Und zufällig zwei Leute. Der Alchemist stirbt jetzt, oder? Der hat ein HP. Okay, weg mit dem Alchemisten. Einer mehr für den Haufen. Ein Problem weniger. Gut, die beiden sind gebufft. Heilen bringt noch nichts. Also hauen wir auf den Berserker, denn der macht den meisten Schaden. Und der wurde gediebert. Was genau? Säuredrüse. Verliert sämtliche Rüstung, verliert sämtlichen Widerstand. Oh, schön. Reibjagd bringt da jetzt momentan nicht. Machen wir einen Doppelschlag drauf.
Und können wir Kopfjagd? Ja. Und weg mit dem Berserker. Wichtig. Okay. Was machen wir jetzt am besten? Wir hauen mit ihm auf den Verteidiger. Wir nutzen ihn, um einen Block wegzubekommen. Gleiches gilt für unseren Werwolf. Der greift zweimal an, so können wir ihm das erste Mal Schaden machen. Und greifen zwei Zufällige an. Das sind eh die beiden. 39er Crit, schön. Jetzt die Frage, wird er ihn buffen wollen? Weil er hat keinen Buff mehr. Erstmal machen wir hier Magieschaden drauf. Wir gehen mal davon aus, dass er bufft. Bringt uns aber nichts. Wir spielen so wenig auf Stressschaden in diesem Run. Würde sich nicht lohnen. Aber mal gucken, vielleicht bufft er. Nein, tut er nicht. Okay, richtige Entscheidung. Den ziehen wir ran. 48er Crit. Schön. Werwolf. Ja, auf ihn. Ist er dadurch tot? Nein. Auch wieder ein HP. Okay. Kopfjagd auf ihn drauf. Fertig. Er heilt sich ein bisschen. Und hier hauen wir nochmal drauf. Und damit ist dieses Gefecht auch abgeschlossen. Ein Trauerspiel der Sterblichkeit. Leider nichts Schönes bekommen. Aber egal. Jetzt kann ich mal kurz nachgucken im Friedhof. Nicht Leichenhalter, nicht Statue Arena. 8 und 7. Der Schatten ist, glaube ich, gar nicht so gut. Spielt man auf Stressschaden. Nehme ich mal hier raus. Was könnten wir uns denn für eine schöne Lakai erschaffen? Verlorene Seele. Verwandle 3 Feinde in Vampire haben wir noch nicht. Sammle 40 Knochen, verbleibend 22. Da müssen wir viel Zorn, locke Vampire. Okay, das dauert noch, bis wir hier was bekommen. Was könnten wir denn machen mit blauer Rüstung? Lumpen? Achso, nee. Ich wollte gerade alles reinmachen und gucken, was rauskommt, aber das geht ja gar nicht. Also am besten Lumpen. Nee, Rüstung mit drin. Wir könnten versuchen, einen zweiten Kopfjäger zu machen. Aber das lassen wir erstmal. Ne, wir lassen es erstmal so. Und wir können den schwarzen Ritter aufleveln. Und geben ihm etwas mehr Vitalität. Wähle einen Kampftrupp. Ja, Kampftrupp Nummer 1. By the way. Jetzt habe ich ja niemanden mehr in der Arena. Packen wir den Werwolf rein. Haben wir einen Ersatzwerwolf, wenn wir brauchen. Wo geht's hier hin? Ins Grab. Wir kriegen schlafende Lakaien. Okay. Was kriegen wir? Ein Geist? Nee, wie heißt er? Verlorene Seele. Nehmen wir mit. Ein Gefecht. Was würde es dann hier geben? XP oder Gegenstände? Hier wird es wieder Lakaien geben. Da wäre eine Elite-Trupp. Das Gebiet ist groß. Okay. Dann ins nächste Gefecht. Ich denke, wir gehen zum XP-Brunnen. Okay, ein Elite-Alchemist. Gefällt mir nicht. Aber als erstes machen wir den Musketier weg. Hat nicht funktioniert. Alle gehen auf meinen Kopflosen. Einmal geblockt, das ist okay.
auf den Elite-Typen. Okay, der hat gebufft. Ach, er hat den Schild. Er hat dem Schild und magischen Schild gegeben. Okay. Er hat sich gebufft. Ist okay. Musketier können wir jetzt nicht töten. Gehen wir auf Alchemisten. Ja, das kann er gut machen. Da habe ich kein Problem mit. Und das könnte ihn töten? Es hat verfehlt. Es hat verfehlt. Mit Debuffs. Die Alchemisten sind nervtötend. Oh mein Gott, war das viel Schaden. Beweg deine Sterne. Macht irgendwas hier physischen Schaden? Nein, aber wir können die Debuffs entfernen. Dann eine Hetzjagd auf den Alchemisten hier. Tod, gut. Wichtig. Was macht das? Ich will's lesen. Unheilvoller Blick, verliert sämtliche Initiative und Ausweichen. Musketierangriffe bewirken mehr Schaden. Okay. Können wir den damit töten? Ja. Deine sterblichen Beine. Dann nehmen wir Gefühlskälte und greifen den damit beide an und entfernen sie die Blocks. Ziehen ihn ran. Schöner Crit, aber leider nicht tot. Greifen zwei Zufällige an. Sind ja nur noch zwei da. Er stirbt. Und jetzt kriegen wir ihn hoffentlich tot. Müssen Hinterhalt, ne? Oder wir buffen mal die Leute. Dann wechselt er einen nach vorne. Das ist gut. Heilen bringt hier gerade nichts. Machen magischen Schaden. Beweg deine sterblichen Beine. Und jeder muss sterben. Rein. So, wenn die Mumie jetzt nicht verfehlt, ist er tot. Perfekt. Wischt die Reste auf. Was haben wir denn da? Kein Grün soll sich mit Zauberkraft. Aus diesem Dünger erheben. Eine Bannaura. Mhm. Okay, wir haben ordentlich auf die Fresse bekommen. Da lohnt sich doch eine Destillation. Nehmen wir eine Rüstung. Was haben wir noch? Schädel. Und ein Herz. Ey, und ein Herz. Seht mein Werk. Und wir können die aufleveln. Können wir nicht. Aber hier können wir in Widerstand. Furcht oder Widerstand? Widerstand. Hier in Widerstand. Die Sachen brauche ich noch nicht zu leveln. Und wir hatten gerade was für Irates bekommen. Artefakte, Artefakte hier. Nee. Hä? Alle Feinde halten bis Gefechtsende 15 Vitalität. Zusätzliche Komponenten. Nee, das wollen wir nicht. Das sparen wir uns für den Boss auf. Das weiß ich nicht, was das soll. Okay. Dann war das ein Item, was wir bekommen haben. Haben wir noch irgendwo Platz? Nee, dann sparen wir uns das Item auf. Wir können aber kurz in den Friedhof wieder reingucken, denn wir haben schon einiges an Totengräberseelen. Knochenkoloss haben wir nicht. Haben wir auch noch nicht. Da muss ein Kopfloser rein, aber wir brauchen 75. Bibliothek zum Leveln. Da muss ein Lich rein. Auch 50. Den Mana brauchen wir eher nicht. Das können wir machen. Da schicken wir unsere Todesfee rein. Die Jahrtausende haben das Wasser und kriegen, ich glaube, Artefakte. War das so? Ich fühle ja, 10% Chance, ein Artefakt zu entdecken. Dann weiter im Kampf. Etwas, das ich nutzen kann. So, XP für Charaktere oder für Irathos? Ich denke für Charaktere, dann können wir direkt nochmal aufleveln.
So ein Ding ist das. Und geben der Mumie mehr physischen Angriff. Geben mehr Ausweichen. Vielleicht zweimal. Glück. Und Ausweichen. Und hier geben wir Widerstand. Und können eine Fähigkeit aufleveln. Gefühlskälte, physischer Angriff. Bewirkt für jeden Buff oder Debuff auf den Ziel zusätzlich 4 Schaden. Bewirkt Schaden in Höhe von 25% der Summe aus Rüstung und Widerstand des Schwarzen Ritters. Meine Feinde erwartet eine unschöne Überraschung. Und weiter im Text. Ins nächste Gefecht. Wieder mit 2 Alchemisten. Okay. Aber kein Elite, wie es aussieht. Ja. Dann zaubern wir direkt mal auf dem Hintersten. Und setzen eine Treibjagd ein. Leider nicht gekrittet. Kann ich den Hintersten treffen? Das ist zufällig. Ja, versuchen wir es. Na, leider nicht. Rüstung absorbiert. Schön. Das ist okay. Der Werwolf heilt sich eh. Okay, Berserker wollen wir auch wegkriegen. Damit treffe ich nicht den Hintersten. Berserker oder Alchemist? Berserker, der macht so viel Schaden. Dann ziehen wir ihn nach vorne. Und setzen mit dem Werwolf wieder eine Treibjagd ein. Auf den zweiten Alchemisten. Geblockt. Nice. So eine Kopfjagd auf. Geht das nur auf die ersten beiden? Nee, das geht auf alle. Dann auf den hintersten. Ah, schade. Mit einem Crit wäre er tot gewesen. Aber jetzt machen wir den ersten. Ja, schön. Nicht verfehlt. Jahre Evolution aus. Musste das jetzt sein? Okay, damit töten wir jetzt aber den Alchemisten. Weg mit ihm. Treibjagd können wir nicht mehr einsetzen, deswegen auf den Berserker. Und versuchen es. Ja, gut, wir treffen beide. 41er Crit, schön, aber reicht nicht, um ihn zu töten. Das ist wahnsinnig. Ach du Scheiße, was war das denn? Bewirkter Schaden um 25% erhöht, erlittener Schaden erhöht. Beweg deine sterblichen Beine. Dann heilen wir uns mal. Zumindest ein bisschen. Debuffs haben wir keine, deswegen bringt das nichts. Der Serker ist down. Schön. So, worauf haut jetzt der Verteidiger? Na klar. Dann machen wir jetzt einen Buff. Damit der kopflose Ritter nochmal drankommt. Damit er sich mit dem verursachten Schaden heilen kann. Ja gut, jetzt machen wir nochmal das gleiche. Bis zum Werwolf. Dann hat der sich auch geheilt. Ja, Stressschaden drauf. So, Werwolf heilt sich. Buffen wir nochmal. Bringt nichts, weil der Buff noch läuft. Aber unser kopfloser Ritter ist nochmal dran. Und heilt sich wieder ein bisschen. Okay. Eratus stellt 30 Zorn wieder her, okay. Und ein 12er Gehirn, schön. Blutvertrag für den Kopfjäger. Und lilanes Fleisch. Das ist, glaube ich, das erste lilane Item, was wir bekommen haben. Krass. Dann gehen wir direkt ins nächste Gefecht, beziehungsweise zum nächsten Punkt. Und wir kriegen einen
Lakaien. Nehmen wir eine Mumie. Mumien sind cool. Und ins nächste Gefecht. Da ist auf jeden Fall ein Elite-Gegner, wie ich sehe. Nee, es ist ein Kämmerer. Elite-Kämmerer. Ihr wollt mich doch wohl verarschen. Den Musketier drauf. Deine sterblichen Beine. Und die Treibjagd. Leider nicht gekrittet. Und das kann er machen. Da sind wir eh gegen geschützt. Greifen zwei Zufällige an. Und damit ist der Musketier weg. Das ist schon mal gut. Es sind wirklich nur ätzende Gegner hier. Berserker und Kämmerer. Elite-Kämmerer. Das könnte ungünstig für uns werden. Wir heilen uns hoch. Und fokussieren jetzt erstmal den ersten hier. Ja gut, den müssen wir down bekommen. Perfekt. Dann ist nochmal der Kämmerer dran. Ihr macht Gott sei Dank nicht so viel Schaden, aber... Okay, das meiste ist geblockt worden. Schön. Dann fokussieren wir weiter die Berserker. Den Berserker. Und der ist auch weg. Okay, nur noch der Kämmerer. Das läuft besser als erwartet. Okay, das bringt eher nichts. Wir setzen die bedrohliche Wut ein, markieren damit die Stelle. Und hauen jetzt erstmal seine Blocks weg. Schön gekrittet. Das könnte jetzt das Ende sein. Ja, wir sind nämlich nochmal dran. Und machen das Kopfgeld. Und er ist tot. Das lief gut. Das lief deutlich besser als erwartet. Lilanes Ektoplasma. Gerade erst begonnen. Das wird doch ganz interessant hier. Wir können noch einen Elite-Trupp bauen. Und wir haben 62 Totengräberseelen. Bedeutet, wir können den Friedhof upgraden. Und zwar... Das hier würde ich gerne upgraden, genau. Dann kriegen wir mehr XP. Dafür brauchen wir aber... ein Lich. Einen verblichenen. Ich verstehe gar nicht, woher Sie diese gleichgültige Einstellung haben. So, das ist auch upgraded. Ich guck mal kurz auf die Aufnahmezeit. Wir haben 33 Minuten erreicht. Sind, ich denke, mit dem Gebiet halb fertig. Gucken wir uns das Ganze mal an. Da geht's zum Elite-Gegner. Das ist noch ein Kampf. Zwei Kämpfe, drei Kämpfe, vier Kämpfe, fünf Kämpfe, sechs, sieben, acht. Acht bis zum nächsten. Theoretisch. Ich glaube, man kann es auch abkürzen noch ein bisschen. Wie dem auch sei. Für heute war es das. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir das Gebiet dann hoffentlich abschließen. Bis dahin. Ciao, ciao.